Du, lieber Löwe, du bist hier tatsächlich in einer Situation in der Liebe, wo es darum geht, dass du an einer Grenze angelangt bist, dass du an einem Pfad angelangt bist, wo du auch ganz speziell noch einmal in Verbundenheit und in Liebe und die Anerkennung zu dir selbst, deinen Wünschen und deinen Träumen gekommen bist und dass es somit auch dazu gekommen ist, eine Neuausrichtung einzuleiten und ein Stück weit tatsächlich, die Traurigkeit des Loslassens zu erfahren, nämlich dass du dich da einsam gefühlt hast, obwohl du schon gemerkt hast, dass Einsamkeit schon viel früher begann, nämlich du bist hier einfach tiefer gegangen. Du hast jetzt gesagt, ich gehe tiefer, ich räume auf, ich lasse mich hier von meiner Führung leiten, ich gehe hier in den Wald hinein und ich mache da jetzt auf, ich dauere da jetzt auf und möchte mein Potenzial hier auf diesem Weg des Wanderers, auch vielleicht manchmal des Eisernen, des Eisernen sage ich. Des einsamen Wanderers, warum kam jetzt Eisern? Was hat jetzt Eisern hier für eine Bedeutung? Ja, vielleicht brichst du einfach alte Schlösser auf und das ist an diesem Punkt oder einen alten Käfig um dich herum auf, weil die Wahrheit hier kommt sanft, ja, und da schaltet die Gerechtigkeit aus und kosmische Energiequelle, Magie und der Inkas und Zeitalter Urenergie. Also wahrscheinlich geht hier einiges bei dir auf. Du brichst jetzt auf und erkennst, dass hier einiges einfach auch ein Irrgarten, eine Illusion war, wo du vielleicht auch zum Teil Verantwortungen übernommen hast für Menschen oder für Personen, die nicht deine eigene war. Ja, oder du hast halt deine innere Energie weggeschickt oder losgeschickt, um für andere da zu sein und für andere zu arbeiten. Und das hat natürlich auch viel Schmerz verursacht und hat dir auch Energiefelder eingebracht, die nicht die deinen sind. Und da sagt die geistige Welt, wir haben hier den Bereich, was ist der höhere Plan davon gewesen, von der Situation oder was ist der höhere Plan? Und das, was kommt jetzt bei dir, verschwimmt es ein wenig mehr als bei den anderen, weil es bei dir wirklich jetzt ganz, ganz intensiv um die Freiheit geht und das ist schon das Übergeordnete. Also bei dir geht es darum, jetzt sehe ich es nämlich gerade, den goldenen Käfig quasi oder den vergoldeten Käfig um dich herum aufzubrechen und findest Trost in diesem Umbruch jetzt gerade doch drin. Und indem du jetzt schon auch eine gewisse Struktur lebst und dir auch sicher sein kannst, dass hier tatsächlich, ja, auch wenn du gegen den Strom schwimmst und auch wenn du gerade vielleicht mit jemandem auf Distanz gehen musstest, der vielleicht jetzt nicht unbedingt diese Person ist, aber oder generell einfach auch dich manchmal zurückziehen musst oder musstest, dass das einfach einem höheren Plan, von einem höheren Plan ausgeht. Dass du hier einfach dein inneres Licht wieder zum Leuchten bringst und das leitet dir auch den Weg. Weil du möchtest hier aus einer festgefahrenen Struktur raus, wo es um negativen Einfluss von außen geht, wo es um Konkurrenz geht, wo es um ich bin an der dritten Stelle und ob das jetzt in der Familie, weil die Schwiegermutter gefallen ist oder mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann, je nachdem, wie du schaust, völlig egal. Und das hat aber mit einem inneren System zu tun, wo wir ein bisschen die Anhaftung drinnen haben. Ja? Und da möchtest du davon, da möchtest du eigentlich wirklich ja daran arbeiten, dass das alles vergessen sein kann. Ja, und so einfach ist es aber nicht, weil wir haben da quasi Mode und drunter lag jetzt Sissi. Wo ist es? Ich habe es vorher, habe ich es jetzt, Sissi, ja, also auch dieses Hin und Her zwischen, da fühle ich mich wunderbar, da fühle ich mich groß, da fühle ich mich mächtig und oh mein Gott, ich reiche einfach nicht, ich sitze da irgendwo in einer Ecke, ich bin allein, ich bin unvollendet, ich bin ein völliges Wrack vielleicht manchmal auch, ich kann die Belastungen nicht mehr tragen, niemand will mich, ich bin nicht gut genug, was auch immer dafür nicht so schöne Sachen hochkommen vielleicht, das dient gerade nur dem Prozess und ist in Wirklichkeit einfach nur eine alte Verletzung, die jetzt hochkommen will und einfach wieder Parasit quasi entdeckt und dann entfernt werden möchte. Und da haben wir jetzt der Beneath opens up to you. Und was ich aber hier wahrnehme, ist wirklich dieses, du lässt dich jetzt fallen in deine tiefen, 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 ja, Träume auch, aber vor allem Gefühle in eine Welt hinein, wo du so tief, ja, wir haben ja, du gehst jetzt tiefer, einfach noch nicht da gewesen bist und so tief darf es jetzt aber auch sein, weil die geistige Welt dich genau dort durch begleiten will, weil dort in der Tiefe findest du deine Freude wieder, findest du mit dem Clownfisch hier auch neue Möglichkeiten, neue Varianten, du kommst auf neue Impulse, weil es einfach auch ein bisschen still geworden ist um dich, weil irgendwie war vielleicht sogar die Stille im Moment zu laut für dich und das ist jetzt hier aber eine gefühlte Stille, wo du auf dich zurückgeworfen wirst und das ist gerade einfach auch dieses Wichtige, um deinen neuen Weg zu folgen und da kommt Frieden und da kommt Freude und da kommt auch die Liebe auf dich zu. Allerdings ist es jetzt mal wichtig, diesen alten
Ballast abzuschließen, um dich für dein Wunder, für deine Neuigkeiten, für deine Erfüllung aufzumachen und hier wirklich die Liebe einstrahlen zu lassen für dich. Und da haben wir Into Your Arms und das ist wirklich, das ist wie deine Weisheit, die jetzt entspringen darf und wie das innere Kind, was jetzt vor Freude lacht. Und da haben wir die Eltern dabei, so die männliche und weibliche Energie, die jetzt wieder in die Einheit findet in dir, wo du jetzt auch mit Wundern rechnen darfst. Aber dieser Umbruch ist jetzt wichtig und der darf jetzt auch sein, weil das willst du nicht mehr und da willst du auch nicht mehr gefesselt an irgendwas Altes sein und sagst jetzt wirklich auch, okay, dann ist es der Schritt, jetzt mal tiefer zu tauchen, mich in dieses Ding einmal fallen zu lassen, um in einer neuen Urquelle wieder aufzuerstehen. Also, ich wünsche dir alles Gute, bei diesem wunderschönen, reinigenden Weg zu gehen. Bis dann, Baba.